Wir grüßen euch, ihr habt der Welt uns einen großen Gefallen getan. Ihr habt die Leichen der verseuchten Amazonen mit Ehrfurcht und Respekt behandelt und ihnen die letzte Ruhe gewährt. Ihr habt weiterhin die Sporen vernichtet, die Diener der Seuche getötet. Komm, ich zeige euch die Früchte eurer Arbeit. Seht, wie das Land toter Morast wird zu fruchtbarem Grund. Das ist euch zu verdanken. Doch noch ist der Kampf nicht vorbei. Der Ursprung der Seuche ist noch nicht gebannt. Unsere Wurzeln haben sie gefunden. Doch noch sind wir nicht bereit, gegen ihn anzutreten. Um unsere volle Macht zu erlangen, brauchen wir die Kraft der alten Völker. Jener treuen Kreaturen, die dieselbe Magie in sich tragen, wie wir. Die Macht der alten Götter, der Gründer dieser Lande.
Es ist uns bewusst, dass die alten Völker nicht friedlich sind. Der Bund der Weißen ist ein zunftverachtendes Frieder. Sie haben es gewagt, sich gegen die alten Herren aufzulehnen, neue Götter zu erschaffen. Aber es hat keinen Sinn, keine alte Wunde zu reden. Wir werden euch die Gabe geben, die Magie der Alten zu erkennen und zu sammeln. Geht und sucht nach den alten Völkern. Findet ihre mächtigsten Krieger. Und entnehmt ihren Leichen die Magie der Alten. Bringt sie zu uns. Beginnt bei den Titanen. Wir werden euch den Weg weisen, den ihr nicht weiter wisst. Willkommen zurück. Gebt uns die Magie.
Mir danken euch. Nun können wir uns vollständig regenerieren und werden schon bald bereit sein für den Kampf. Den letzten Kampf gegen die Seuche. Euch möchten wir noch eine letzte Pflicht auferlegen. Wenn wir die Seuche besiegt haben, werde ich einen von euch erwählen. Er soll Träger meiner Macht sein. Kehrt nun erst einmal eure Stadt zu.